Wir kommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Und zwar zeige ich euch in diesem Video meinen Perlo Day. Ich habe auf jeden Fall 4 Shinies bekommen. Ich habe 3 bis zum Ende gehabt. Dann habe ich noch 2 Quests über gehabt. Einmal gewinne einen Raid und einmal fange Kabuto oder Weimer. Und da habe ich die beiden Quests leider nicht erledigen können, weil ich dann später keine Zeit mehr gehabt habe. Und dann habe ich später auch noch ein paar Raids gemacht und dann war die Quest eben erledigt. Und dann war noch in der vorletzten Quest Easy Going ein viertes Shiny Perlo drin. Mit auch ganz gut EV eigentlich. Ich glaube so 533 oder so hat das gehabt. Ja, und dann in der letzten Quest. Ja, da musste ich erstmal ein bisschen gucken, wo ich denn noch das Carbon oder Weimar herbekomme. Ja, und dann ist zum Glück dann später noch ein Carbon gespawnt in der Arena, das ich mir Easy Going mitgenommen habe. Und dann war leider in der letzten Questaufgabe da kein Shiny mehr dabei, und auch kein gutes. Also, naja. 4 Shinies sollten auf jeden Fall ganz okay sein. Ich glaube, ein 93er oder was ich da hatte. Und sogar ein 90er Shiny. Das solltet ihr auch gleich in Gameplay sehen. Dieses Shiny hier ist leider nicht so gut, 516. Ich glaube, das sollte auch niemand nicht mal 83% haben oder so. Nicht mal 83%. Also überhaupt nicht so toll. So, ja, das nächste Shiny, 533. Das sollte das, glaube ich, gewesen sein. Ne, 533. Doch, ich glaube schon. Das ist das 90er. Sollte das 90er gewesen sein. Mit Angriff, nicht Angriff. KP 15, glaube ich, war das. Sollte auch ganz okay sein. Mal gucken, ob ich das dann entwickle gleich. Am Ende dieses Videos. Da werde ich auf jeden Fall ein, zwei Shinies auf jeden Fall entwickeln. Damit ich dann diese beiden Fische da als Shiny habe. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das gleiche bekomme als Shiny. Das wäre ein bisschen blöd. Und normal auch nicht. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie viele Shinies ihr bekommen habt. Und ob ihr auch ein gutes bekommen habt. Ich habe ja, glaube ich, so ein 93er bekommen oder. Ja, ein 93er sollte es gewesen sein. Ich kann meine Perle ja auch gleich nochmal zeigen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. So Leute, jetzt entwickeln wir uns noch ein paar Perlo. 2 bis 3 Shinies auf jeden Fall. Okay. So, wo ist denn jetzt das 90er? Das sollte hier auch wohl sein. Hier. So, 533. Ja, das war das 90er mit KP 15 sogar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt da rauskommt. So, auf jeden Fall schon mal diesen komischen Fisch hier. Davon weiß ich den Namen auf jeden Fall nicht. So, erstmal Eintrage Pokédex. Sehr schön, Leute. Ich glaube, da hieß Alabis oder sowas. Ja, Alabis. So, 90%. KP 15. KP 15. So. Jetzt entwickeln wir noch den zweiten Perlo. 531. Auch nicht so schlecht. So, Leute, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt den anderen bekommen. Das müssen wir noch ein drittes entwickeln. Und ja, ein viertes entwickle ich nicht. Ein viertes hebe ich mir auf jeden Fall auf. Also das vierte hebe ich mir auf. Damit ich Perle oder sowas Shiny Nummer habe. Und ja, Leute, wir bekommen den anderen Fisch. Sehr. Davon weiß ich den Namen auf jeden Fall auch nicht. Erstmal in Pokédex registriert. Bam. Sehr schön. Das heißt Saganabis. Okay. Sehr schön. Hat er direkt geklappt. So, jetzt habe ich noch einen 93er mit 538 WP. Okay. Jetzt fehlen uns die Bonbons leider. Aber wir haben ja jetzt zum Glück beide Fische bekommen. Echt schade, dass wir den normalen nicht mehr entwickeln können, aber zumindest 2 Shinies. Was sind die gespawnt jetzt? Ein Hasbiro, okay. Richtig, richtig cool, Leute.
Und Leute, ich glaube, es war es auch mit diesem kleinen Pokémon Go Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da. Und ja, falls ihr noch nicht getan habt, auch noch ein Abo und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.